mein Name ist Jan Hoffmann von Music Stuff. Wir sind immer noch auf der NAMM Show in Anaheim, aktuell am Zoom-Stand, wo wir uns ein bisschen was zu den neuen Interfaces erklären lassen wollen, was netterweise der Lars für uns übernehmen wird. Und ja, was sind denn so die Neuheiten dieses Jahr bei Zoom? Ja, hallo. Neu bei Zoom ist das THC8, ein Thunderbolt Audio Interface für Mac OS X mit 8 Mikrofon-Preamps, bekannt aus den H-Recordern. 2 getrennt regelbaren Kopfhörerausgänge an der Frontseite. Rückseitig finden wir 8 symmetrische Klinkenausgänge, so zusätzlich noch 2 analoge symmetrische Monitorausgänge. Außerdem WordClock.io, MIDI.io, SPDIF.io, sodass mit dem Interface im professionellen Studio nichts mehr fehlt. Okay, kann man da schon sagen, wann es in etwa erhältlich sein wird? Das wird noch in diesem Frühjahr erhältlich sein. Okay, und das da oben ist sozusagen der kleine Bruder? Genau, das TAC 2R, das haben wir im Dezember schon erstmalig ausgeliefert in Deutschland, ist ein Zweikanal Thunderbolt Audio Interface, 2 Eingänge, 2 Ausgänge. Die beiden Eingänge verfügen auch über Preamps mit 48 Volt Phantomspannung, Hi-Z-Instrumenteneingänge und Line-In. Genau, und die sind quasi für Apple-Rechner hauptsächlich gedacht? Genau, die Thunderbolt Interfaces sind für Mac OS X only. Doch für Windows gibt es von Zoom die UAC-Audio-Interfaces, die wir hier nebenan haben. Da haben wir hier zur NAMM neu vorgestellt das große UAC-8 USB 3.0-Audio-Interface, kompatibel mit Windows und in Zukunft zu erwarten noch ein Mac OS X-Treiber. Die Spezifikationen entsprechen in etwa dem des THC-8, 8 Preamps, rückseitig WordClock.io, 8 symmetrische Ausgänge, 2 Monitorausgänge, MIDI.io, SPDIF.io, 2 Kopfhörerausgänge. Und natürlich, wie auch die Thunderbolt-Interfaces, ultra geringe Latenzen. Okay. Und für das UAC-8 gibt es auch einen kleinen Bruder, das UAC-2. Das entspricht in etwa dem TAC 2R, nur mit USB 3.0-Technologie. 2-In, 2-Out, MIDI-IO, Gitarreneingänge, perfekt für das mobile Recording. Okay, ja. Das war Jan Hoffmann für Music & Stuff vom Zoom-Stand, wo man sich über einige neue interessante Interfaces freuen kann. Bis zum nächsten Mal.